Du, mein YouTuber und YouTuberin, wir sind heute wieder beim Let's Play Together und wir machen heute eine kleine Zusammenfassung, was jetzt beim letzten Part noch passiert ist. Ja, und ich nehme wieder auf. Hier der Weinschimmel, der Simon. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon in den letzten beiden oder drei Folgen sind das ja sogar gesehen habt, haben wir uns, also haben wir hier uns auf dem Server mit dem anderen Team bekämpft. Und ja, das ging dann ziemlich komisch eigentlich aus. Ich meine, ich habe das Video abgebrochen, als ich dann nochmal gestorben bin. Vielleicht hätte ich das noch weiterlaufen lassen sollen, aber naja. Auf jeden Fall, wir sind dann alle nochmal da zurückgegangen. Und ja, Ole hat dann auch seine Sachen wiederbekommen. Kannst du mal ein bisschen erzählen? Ja, also wir haben uns halt auch bei den anderen Leuten entschuldigt, dass wir halt so unangekündigt halt angegriffen haben. Haben aber auch nichts weiter jetzt dazu gesagt. Ich meine, das war jetzt auch hauptsächlich für euch, dass ihr ein bisschen Action da drin habt, dass es jetzt nicht nur irgendwie langweilig ist. Und wir haben uns halt noch entschuldigt dafür, dass wir angegriffen haben, weil einer hat halt extrem geleckt, auch von denen. Und ja, das war halt ein bisschen dann, ich sag mal, asozial schon von uns, dass wir den dann angegriffen haben. Aber also wir wissen, dass er leckt. Ich meine, er ist zwar die ganze Zeit rausgegangen und wieder Ja, rein. er Ich hat meine, aber echt die daraus kann man ganze nicht Zeit schließen, dass er rausrennen, leckt. rausrennen, aber naja. Ja. Und naja, die hatten auch Ja, es eine, die hatten bei dem Kampf auch eindeutig das bessere Equip, also was weiß ich, schutzsicher und hast du nicht gesehen und ein Power 5 Also, Bogen. die hatten ja wirklich gutes Equip, aber also ich weiß gar nicht, in den letzten Folgen, ich habe da gar nicht mehr so viel mitbekommen. Ich glaube, erst ist der Haro gestorben, dann bist du gestorben. Ich hab's halt Ich hab's in überlebt, der ich bin dann halt Aufnahme. weg. Achso, ja, Übrigens, und das ich bin Video dann ändert halt gerade. durch. Aber ich habe trotzdem noch 60 FPS, das ist gut. Ja, und ich hab dann, also du bist dann ja auch noch gestorben und ich hab dann halt überlebt, ich bin dann halt weg. Das habt ihr ja nicht gesehen in der Aufnahme. Dann halt weg und hab mich dann versteckt. So, dann fand Max das ganz schön asozial, also hier der WMW-Assassine. Der Ja, fand ey, das dann ganz schön richtig viel asozial. Dia-Rüstung, Alter. Das Fett. ist meine. Das Und ist dann fand meine. er es halt ganz schön asozial, dass wir dann, also dass ich mich dann verbuddelt habe. Dann habe ich mich halt gegen ihn gestellt. Er hat mich dann besiegt, dann hat er meine Sachen aufgenommen. So, dann war er wütend, hat mir die Sachen auch nicht wiedergegeben, hat mich dann öfters noch getötet. Was ich dann auch wieder asozial fand. Aber wir haben uns jetzt alle darauf geeinigt, dass wir jetzt so weitermachen wie vorher. Ja, und aber zum Schluss waren wir halt alle nochmal in einer Konfi. Und ja, haben nochmal ein paar lustige Sachen gemacht. Haben uns wieder vertragen. Ja, und der Enchantment Table fehlt ja. Keine Ahnung, unser Bunker ist ziemlich durchgeraped, weil. Oh, Ja. also ja, hier war ganz schön was los. Also wir waren hier später noch drin, haben da halt was drin gemacht. Dann haben die halt hier rumgeraged, haben hier alles mögliche auf die Treppe platziert für Wasser und so. Es war halt auch schon asozial. Unsere PvP-Arena hat ein bisschen gelitten, wenn ihr das mal so vergleicht vom letzten Video. Ein bisschen gelitten. Und ja, also ich mache dann gleich mal die Ankündigung zum nächsten Video. Also wir werden jetzt den Server, da werden wir jetzt, ich sag mal, nicht mehr drauf spielen, weil wir haben die halt einmal angegriffen. Vielleicht machen wir noch irgendwo ein Angreifvideo nochmal oder so, aber naja, weiß ich nicht jetzt nicht. Und Ja, wollen dann wenn halt. halt die Zuschauer wollen, dass man einen Server-Gameplay macht, dann müsste man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt diesen Server nehmen, weil, keine Ahnung. Ja, und wir wollen halt jetzt auf den Server, ich kenne ja den Owner hier und den Co-Owner, das sind ja die beiden, die sich das Geld dafür geteilt haben. Und die wollen halt uns jetzt auch noch einen Server machen, anstatt den Server hier, so, mein Gott. Und da wollen wir dann halt jetzt ein Hardcore-Let's Play drauf machen, also, ja, wo wir so gesagt auf dem Hardcore-Modus spielen. Ja. Und ja, gibt eigentlich nicht mehr so viel dazu zu sagen. Wir haben jetzt, na, wie viele Videos sind das? Drei Videos Ich auf dem weiß gar Server hier. nicht. Drei Ja, Videos ich für den glaube Server. schon. Das ist jetzt das vierte. Und ja, wenn wir nochmal, also wirklich so ein Vanilla-Server-Gameplay machen, dann wahrscheinlich nur zu zweit oder wenn, Hab dann was. halt Gastauftritte von Freunden. Aber jetzt nicht von Zuschauern oder von anderen Leuten. Halt nur Gastauftritte von Freunden oder ja, wir wissen halt generell noch nicht, ob das passieren wird.
essen. Ja, also das ist jetzt bloß hier so ein halt kleines Infovideo gewesen, so mal, dass wir jetzt halt nicht mehr auf diesen Server hier oder beziehungsweise nur wenig spielen müssen. Übrigens, wir sind gerade alleine drauf, ist gerade da. Wir haben gar kein Essen mehr. Darf wahrscheinlich alle noch. Nee, wir haben hier echt Mangelware an Essen und so. Ja, und beim Hardcore-Server, da werden wir auch, wenn es geht, ein anderes Texture-Pack nehmen. Wollte ich eigentlich, weil ich spiele mit dem Doku-Craft. Ich finde das Doku-Craft. Ach, ich habe schon wieder kein Texture-Pack drin. Lohnt sich aber auch nicht mehr. Nicht. Da war so Info-Video. Ja, okay. Ja, kannst ja dein Doku-Craft reinnehmen, weil ich damit dann auch spiele. Ja. Und ja, bei dem Hardcore-Let's Play wird es halt so sein, dass wir nicht genau wissen, wie lange es gehen wird, weil wenn du tot bist, dann hast du halt verkackt, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann haben wir halt verkackt und selbst wenn einer stirbt, ich meine der andere, wenn du jetzt, wenn zum Beispiel du jetzt stirbst, dann ist es halt vorbei, aber wenn ich halt sterbe, dann kannst du ja noch aufnehmen. Naja, wäre dann eigentlich auch doof ohne mich dann. Ja. Ja, keine Ahnung, wenn dann irgendwer stirbt, dann gehen wir halt beide auf oder so. Ja, man muss halt generell vorsichtiger sein. Nicht, ja, sehr vorsichtig. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem kleinen Zusammenfassungsvideo. Ja, wir machen übrigens noch ein Info-Video gleich, also irgendwann ja. Das werden wir dann auch noch planen. Ja, was sich hier an dem Kanal noch ein bisschen verändert wird und so. Verändern wird, Entschuldigung. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss.